Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Ich dachte, du startest. Herzlich willkommen hier zur neuen Episode Ich-Podcast. Und ja, heute war die Frage, worüber sprechen wir? Hast du eine Idee? Worüber sprechen wir, genau. Aber Martje hat eine Idee. Wir haben zusammen eine Idee. Und es gibt das Tor der Idee. Mhm. Ein Tor im Human Design. Tor Nummer 11, können wir schon verraten. Und dann haben wir gedacht, warum da nicht drüber sprechen? Wo ist es? Im Aschner-Zentrum. Und es hat ist im Schaltkreis Sinnfin. Das so mal vorweg. Wem das jetzt nicht sagt, der kann natürlich gerne, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir das zu verlinken, sonst guck einfach mal selber. Wir haben schon mal über das Aschner-Zentrum gesprochen, wir haben über die Schaltkreise schon mal gesprochen, da einfach mal reingucken. Heute sprechen wir über das Tor, denn es gibt ja 64 Tore für die so ganz schnell, die da noch nicht so im Bilde sind oder die vielleicht jetzt zum ersten Mal den Ich-Podcast hören. Herzlich willkommen. Wir haben schon ganz viele tolle Folgen gemacht, einfach mal die anderen auch anhören und gucken und tun. Und jetzt fangen wir an. Tolle Ideen. Martje. Ja. Heißt also, wenn ich das Tor habe, dann habe ich den ganzen Tag Ideen? Fragezeichen. Ja. Genau. Aber was man hier wirklich bedenken muss, was meistens nämlich nicht ganz klar ist, ist, wie du gerade gesagt hast, es gehört zum kollektiven Schaltkreis, bedeutet also teilen. Und die Ideen, die jemand mit Tor 11 hat, die sind zum Teilen. Also viele denken, wenn ich jetzt eine Idee habe, dann will ich die selber für mich nutzen. Dafür ist das Tor gar nicht gemacht, sondern es ist dafür da, allen anderen Menschen quasi Ideen anzubieten, sodass die dann wiederum natürlich nach Autorität entscheiden, ob sie diese Idee annehmen wollen, ob das, ne, ob das was eine gute Idee ist oder nicht oder so. Das finde ich ganz spannend an dem Tor, denn man denkt ja immer, ja, tolle Idee, warum habe ich die nicht selber verfolgt oder so? Mhm. Sollen wir nicht machen. Das Spannende ist auch da, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, an der Vorfolge. Es ist ja so, dass zwei Tore, wenn die miteinander verbunden werden durch einen Kanal, beziehungsweise dann einen Kanal bilden, und das ist ja der Kanal der Neugier. Ja? Mhm. Und das ist ja auch so spannend. Idee, Neugier, das passt ja so super gut zusammen. Und jetzt hast du schon so ein bisschen was gesagt. Ideen finden und kollektiv, das heißt also nicht für einen selber. Heißt es denn im Umkehrschluss, dass wenn ich dieses Tor nicht habe, denn es wird ja etliche Menschen geben, die Tor 11 nicht haben, und wenn ich mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es nicht, und trotzdem habe ich ganz viele Ideen. Das heißt also, wie ist denn das? Denn das ist ja vielleicht dann auch so ein typischer Irrglaube für manche, die auch anfangen mit dem Human Design, dass sie vielleicht dann gucken, okay, was ist das denn? Und dann informieren sie sich und sehen das vielleicht, tolle Ideen und so, ja, ist ja kein Wunder, dass ich nie eine Idee, nie eine Idee habe. Meine Herren, was ist heute los? Ja. Ja, also ich glaube, oftmals hängen wir uns wirklich an diesen Begriffen auf und gucken dann, habe ich das? Nee, habe ich nicht. Also habe ich nie eine Idee. Oder, ach, ich habe gar nicht das Tor aktiviert, du hast es nämlich auch nicht aktiviert. Wie kann denn das sein, wenn du trotzdem Ideen hast? Dann kann ja das ganze System nicht stimmen oder so. Und ich habe ja ganz viele Ideen. Ne? Jeder, der mich das bestätigt, obwohl ich das Tor nicht habe, nicht aktiviert habe, so rum. Ja. Genau. Also es ist ja so, wenn wir ein großes Thema haben in unserem Chart, zeigt sich das immer an unterschiedlichen Orten nochmal. Also es gibt ja einige Bereiche, in denen wir sowas wie Inspiration, Ideen, Impulse und so weiter finden können. Und bei dir wird es dann einfach woanders sitzen als bei jemandem mit dem Tor 11. Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einer Kundin von mir gesprochen, die hat das Tor 3 oder 4 Mal aktiviert. Auf jeden Fall 3 unterschiedliche Linien. Also es ist wirklich ein starkes Thema. Und dazu noch das Sonnentor. Das ist ein starkes Thema für sie, Ideen. So, bei dir gehört es auch dazu, du hast die, aber schon alleine ja aus deinem Manifestor-Dasein bist du ja dazu designed, Impulse an andere zu geben, auf die die dann reagieren können oder sich eingeladen fühlen können oder wie auch immer. Das ist einfach ein bisschen anders, aber trotzdem führt es bei euch beiden dazu, dass ihr andere Menschen mit dem inspiriert, was ihr jetzt für Ideen habt, und wir anderen können dann eben dann entscheiden, ist das eine Idee, die für mich passt oder halt vielleicht für jemand anderen und gerade nicht für mich? So. Sehr schön. Dann
ist es ja so, dass wenn man, es gibt ja so schlaue Bücher, gerade wenn man die Analytiker-Ausbildung macht, dann kommt man ja da durch und dann ist es ja so, da gibt es auch ein Buch, wo die ganzen Tore beschrieben werden und auch mit ihren Unterlinien und so. Und das Spannende ist ja zum Beispiel, was man dann entdecken kann, gerade jetzt hier bei Linie 11, dann ist es mit dem linken Auge assoziiert. Das ist ja auch irgendwie was ganz Interessantes. Kannst du dazu nochmal was sagen? Also wie heißt das, ich bin dann, kann er nur links gucken oder guck links besser oder wie ist das denn so zu verstehen? Das linke Auge, das bedeutet, dass es einfach nicht nüchtern sieht, sondern in der Welle. Und wenn wir uns den Schaltkreis angucken, dann erkennt man das auch. Das ist ja der Sinnfindenschaltkreis. Der ist mit dem Solarplexus verbunden, mit dem eben auch diese emotionalen Wellen verbunden sind. Während der andere kollektive Schaltkreis, der logische Schaltkreis, gar keine Emotionen mit drin hat. Logisch, also Logik ist nüchtern. Das wäre dann das rechte Auge, zum Beispiel im Tor 17. Also wir finden diese Sachen immer wieder. Jetzt ist es nicht so, dass jedes Körperteil an einem festen Tor hängt. Also wir können jetzt auch nicht sagen, okay, linker kleiner Finger, welches Tor ist das? Das ist außerdem mein rechter, aber vielleicht ist es gespiegelt. Aber welches Tor ist jetzt mein kleiner Finger? So funktioniert es nicht. Wir haben für einiges im Chart die korrespondierende Körperstelle oder Symptome oder was weiß ich, so dass wir das finden, aber nicht für alle. Und wenn wir halt gucken, warum ist das jetzt das linke, also warum ist es nicht nüchtern, warum ist es Welle, warum ist das linke Auge in diesem Schaltkreis, ne, warum ist das so verbunden? Das liegt daran, dass es eben in diesem Schaltkreis auch nie die Wahrheit gibt, sondern alles subjektiv betrachtet wird. Deswegen passt das zusammen. Und Ideen, gerade weil du auch den Kanal ja schon erwähnt hast mit dem Tor 56, wo es um Geschichten geht, um Stories geht, Storytelling geht, Geschichten erzählen, das ist nicht nüchtern und Fakten, sondern da erzählen wir was zusammen, damit eine Emotion übertragen wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Tor 11 gucken, wann kommen Ideen an? Ja, es kommen nicht nur Ideen an, die vom Fakt, also die faktisch gut sind, wo jeder objektiv sagen würde, ja, das ist eine gute Idee, sondern es kommen die Ideen an, vielleicht die gut sind, vielleicht aber auch nicht, aber die gut erzählt werden. Wie werden die übertragen? Also, wie erzähle ich dir von meiner Idee, dass du sie vielleicht annimmst oder eher nicht? Wann erzähle ich dir die Idee? Wenn du gerade im Stress bist und nicht zuhören magst oder kannst? Oder wenn wir entspannt zusammensitzen und ich sage, hey, ich habe vielleicht eine Idee und dann erzähle ich meine Geschichte. Also es ist bei den Ideen ganz, ganz, ganz wichtig, dass drumherum, eben wie die Idee verpackt wird, das hängt dann, also davon hängt sehr, sehr stark ab, ob ich die Idee überhaupt annehme oder nicht. Und das ist nicht logisch, weil sonst müssten wir ja sagen, nee, eine gute Idee wird gemacht, eine schlechte Idee wird nicht gemacht. Fertig. Das ist ja auch so ein schönes Thema allgemein, dass wir haben ja ganz viele, gut, das ist ein kleiner Sprung, Projektorkanäle. Und das ist ja dann auch so ein typisches Beispiel, dass viele dann dieses Talent haben und das mit in die Welt bringen, aber anderen vielleicht aufdrängen und sich dann wundern, dass sie sagen, okay, aber mir wurde doch erzählt im Reading oder ich habe das gelesen irgendwo oder gefunden, dass das hier so mein Talent ist und ich habe die Sachen, die kann ich gut und so und aber es funktioniert nicht, ne? Weil eben nicht auf Einladung gewartet wird, weil im Prinzip so nach dem Motto, ich bin jetzt hier der Chef und ich mache das jetzt hier. Und ihr könnt alle nach meiner Pfeife tanzen und die anderen sagen so, hey, dich als Chef wollten wir gar nicht, ne? Also insofern vergiss es, ne? Also das ist ja auch wieder so ein schönes Beispiel, auch mit den Ideen, ne? Dass alles im Leben so seinen Platz hat. Und dann ist ja das nächste bei Tor 11, wenn wir gerade dabei sind, das Tore, ne? So. Wir erinnern uns, für die, die schon ein paar Folgen gehört haben oder da so firm sind, das kommt ja aus dem I Ching. Und da ist es ja auch dieses Tor der Friede, wird es da genannt. Und das ist ja dann so schön, wenn wir diese Unterlinien haben, ne, so 1 bis 6, dann ist es ja so, dass 1 so im Einklang sei, ist, ne, 2 Strenge, 3 der Realist, 4 der Lehrer, 5 der Menschenfreund und 6 die Anpassungsfähigkeit. Und da ist halt auch schön zu merken, einfach egal, ob man damit jetzt was anfangen kann oder du als jemand, der hier zuhört oder nicht. Es ist halt spannend, wie variabel das ist. Und das möchte ich nur mal zeigen, ne? Dass wir bei jedem Tor, das dann auch wieder so ganz andere Nuancen sind. Und obwohl der eine Tor 11 hat, kann der ganz andere Sachen mit in die Welt bringen als die nächste, die auch Tor 11 hat, weil sie halt eine ganz andere Unterlinie hat, ne? Weil sowas wie, keine Ahnung, Strenge ist ja vielleicht eine ganz andere Nuance als zum Beispiel Menschenfreund, ja. Definitiv.
Und bei der zweiten Linie haben wir ja auch immer so eine kleine Projektion mit dabei, ne? Das heißt, jemand, der jetzt das Tor 11 in der zweiten Linie hat, der projiziert nach außen, ich habe eine Idee. So wir von außen, wir können aber nicht sehen, was das für eine Idee ist. Das heißt, wir denken vielleicht auch, oh ja, das ist eine super Idee. Und dann bringt er seine Idee, die hat gar nichts mit unserem Problem zu tun. Und wir denken, was ist das denn für ein Idiot? Was soll denn seine Idee? Die macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil da dann schon wieder eine Projektion drin war, die uns eben auseinanderbringt. Und dann höre ich der Person natürlich nicht zu. Wenn ich denke, die Idee ist Schrott, dann höre ich da nicht zu. Und dann hat er nicht die Einladung, ne, das zu erzählen. Also das führt dann natürlich auch in der Kommunikation zu Problemen. So. Und es kann aber auch jemand sein, wenn derjenige jetzt merkt, mir hört gar keiner zu, dass er anfängt zu provozieren. Ja, weil es ihm auch zu langweilig ist, zu warten, bis jemand seine Ideen da hören möchte. Wir kennen ja die zweite Linie als Hermit in seiner Höhle, ja, muss Nicht gut, herausgeholt ja. werden. So, wenn keiner anklopft, keiner sagt, komm, erzähl mir deine Idee, dann sagt der vielleicht, ja, Moment mal, wenn hier keiner bei mir anklopft, dann gehe ich selber raus. Und dann wird es provokativ. Dann wird er vielleicht polarisieren und dann ist da vielleicht wirklich was los. Vielleicht fängt er auch an, tatsächlich gezielt Unwahrheiten zu erzählen, also gezielt da was in Gang zu bringen. Und das ist jetzt nichts, was ich zum Beispiel mit dem Menschenfreund in Verbindung bringen würde oder so, ne? Also da sehen wir auch tatsächlich, dass die Linien ganz, ganz anders sind. Das ist dann auch der Spannende. Und dann, wenn man jetzt in dieses schlaue Buch guckt, dann sieht man ja auch, dann gibt es noch, und das seht ihr vielleicht auch, wenn ihr euer Chart mal seht, bei manchen oder bei vielen Rechnern ist es so, dann gibt es auch manchmal noch so vereinzelt mal einen Pfeil nach oben und nach unten, nicht bei allen Toren, mehr oder weniger, das ist auch ganz unterschiedlich. Und dann gibt es da also nochmal Nuancen und so. Also man kann immer tiefer einsteigen und dann gucken und so weiter und so fort. Und das ist halt, finde ich, auch das Spannende. Und dann immer wieder klar machen, okay, aus diesen Sachen setzt sich dann ja natürlich auch das Ganze zusammen. Das heißt, es ist ja alles, es steht ja nicht luftleer im Raum. Und das ist ja dann letztendlich auch so ein bisschen, oder nicht so ein bisschen, das ist ja dann auch die Kunst des Human Designs, das zu verbinden. Denn sonst könnte man ja wirklich einfach einen Rechner nehmen, wo alles hinterlegt ist, und dann drücke ich auf den Knopf und dann kommt das. Und es gibt es ja auch zum Teil schon. Und dann kann ich das einfach einzeln gucken. Das Zusammenspiel, das ist ja dann das, was es spannend macht und was dann auch den guten Reader ausmacht, dass der diese Zusammenhänge sieht, ne, zwischen jetzt hier diesen Ideen und dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn jemand dann noch Tor 18 hat, ja, so Perfektionismus und auch das kritisch sehen und solche Sachen, dem fallen Fehler auf und solches. Und wie ist das dann in diesem Zusammenhang? Ganz anders, als wenn er das zum Beispiel nicht hat, ja, und all solchen Sachen. Also insofern ganz spannend. Cool. Gibt es noch was zu sagen auf die Schnelle zu Tor 11? So einen ganz kurzen Ritt. Denn auch hier wollen wir natürlich jetzt nicht irgendwie stundenlang über ein Tor reden, auch wenn es natürlich interessant ist und immer machbar ist. Wir wollen dir ja nur einen kleinen Eindruck geben, dass du mal eine Idee bekommst. Aha, und das werden wir auch immer mal wieder machen, uns so einzelne Tore mal vornehmen, haben wir so gesagt, um mal zu gucken, da einfach mal so reinzuschnuppern, damit du auch da eine Idee bekommst, okay, was ist wo zu finden. Und dann ist es ja auch immer so, so geht es mir jedenfalls. Und Martje hört ja jeden Tag Rauhuhu zu. Dass man einfach durch dieses Hören oder auch jetzt, wenn du es auf YouTube siehst, durch dieses Sehen und Hören immer mal Ideen kriegst, ah, okay, das gibt's auch und das gibt's auch. Das ist uns ja wichtig. Wir wollen ja hier keinen Human Design Unterricht geben. Dafür gibt es tolle Ausbildung und darüber haben wir auch schon gesprochen, tolle und weniger tolle. Und jeder darf seins finden, aber einfach so diese Eindrücke mal zu vermitteln, was gibt es denn alles, was kannst du alles finden und das Tor der Ideen, finde ich, ist schon was Cooles. Wir haben ja letztens, welches Tor war das? Ich habe schon wieder vergessen, weil wir so viel machen. 62. Genau, das besprochen so ein bisschen. Und jetzt haben wir das Tor der Ideen. Aber du wolltest noch was sagen, Martin. Genau, weil du gerade sagtest, das Tor der Ideen, das findest du cool. Und das ist genauso lustig, weil wir haben letzte Woche in einem Workshop über diese Tore im Ajna gesprochen. Und eine Teilnehmerin hat eben gerade gesagt, das Tor 11 findet sie herausfordernd mit den ganzen Ideen. Wo ich zum Beispiel genauso wie du gedacht habe, wieso Ideen sind doch cool. Ist doch cool, wenn man Ideen hat. So, während ein anderes Tor, was viele Teilnehmer in dem Moment schwierig fanden, da sagte sie, nee, damit komme ich gut klar. Und das ist eben so witzig, denn das Human Design hat ja erstmal gar nicht die Wertung da drin. Wir geben ja die Wertung rein. Finden wir es gut, finden wir das schlecht, ne? Vielleicht findet ja auch jemand polarisieren gut und der andere denkt, nee, um Gottes Willen, das darf man nicht, das finde ich schlecht oder so, ne? Also das finde ich ganz, ganz toll. Und auch, was du sagtest, Erhöhung oder Fall, bedeutet auch nicht unbedingt gut oder schlecht, sondern einfach eine andere Energie. Und dann eben müssen wir immer gucken,
im Zusammenhang, was macht das denn mit uns? Was bedeutet das für uns persönlich mit unserem eigenen Chart? Weil wir eben auch, selbst wenn wir das gleiche Tor haben, das wirklich unterschiedlich empfinden können. Und das liebe ich daran, auch so halt herauszufinden, wie viele Nuancen sind noch in dieser Schublade? Tor 11 in der dritten Linie oder was auch immer. Wie viele Menschen haben da trotzdem unterschiedliche Erfahrungen mit? Das finde ich halt spannend zu gucken. Sehr cool. Gut, dann schließen wir hier diese wunderschöne Podcast-Episode. Freuen uns natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn es dir Ideen, Inspiration, I ja, Ideen genau gebracht hat. Schau mal nach, hast du Tor 11? Schreib uns gerne mal was dazu, was du darüber denkst, wie, wenn du Tor 11 hast, wie, ob du das merkst oder eben gerade nicht und jetzt irgendwie so, huch, ich habe das Tor der Ideen. Ist ja spannend, ist mir noch nie aufgefallen. Ich stehe eigentlich immer auf dem Schlauch. Schreib gerne mal sowas, denn so kommen wir in Austausch, freuen wir uns. Poste gerne was auf Instagram, wenn du das siehst und so weiter und so fort. Da sind wir sehr dankbar. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Episode. Mal gucken, was uns dann erwartet. In diesem Sinne, eine tolle Woche, fröhliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. bye, tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.